Die letzten Filmaufnahmen von Adolf Hitler im Garten der Reichskanzlei. Seit dem Ende des Dritten Reichs fragen sich die Menschen, wie war all das möglich? Es ist halt schwer vorzustellen, sich Hitler, jemanden, der den Holocaust befohlen hat, sich als einen privat, umgänglichen, netten Menschen vorzustellen. Es war viel einfacher, vor allen Dingen für die Menschen nach 1945, sich ihn als ein Monster, einen Dämon vorzustellen, um sich davon natürlich von dieser Zeit zu distanzieren. Der Name Adolf Hitler ist für immer mit Gewalt und Unmenschlichkeit, fanatischem Rassismus und pervertiertem Nationalismus verbunden. Er steht für Krieg und Völkermord. Hitler ist alles nachgesagt worden. Er war ein Irrer, er war ein Geisteskranker, er war ein Perverser. Ich würde sagen, das apokalyptische Wirken Hitlers ist im politischen Sinne natürlich vollkommen wahnsinnig. Aber medizinisch findet man keine Belege für seine Schuldminderung. Aber was machte die Persönlichkeit des Adolf Hitler aus? Wie verhielt sich der Diktator in seinem Privatleben? Diese Fragen sind immer noch weitgehend tabu. Hitler wurde als Privatperson gar nicht wahrgenommen, denn er unternahm alles, um sein Privatleben zu verbergen. So war es erstaunlich, dass er jahrelang mit Eva Braun zusammenlebte und in der Öffentlichkeit niemand davon wusste. Es gibt eine Tendenz, Hitler wie einen Verbrecher aus dem Comicheft darzustellen oder eine Art grünes Monster, das von wunderbar heroischen Menschen bekämpft wurde. Man muss begreifen, dass er ein menschliches Wesen war, dass die anderen Naziführer menschliche Wesen waren. Denn sonst werden wir nie wirklich verstehen, warum das alles geschehen ist. Wenn sie aus dem Nirgendwo kamen und nicht zur Menschheit gehörten, dann braucht man sie auch nicht zu erklären. Die Braut des Bösen wird sie genannt. Eva Braun, Hitlers Geliebte. Vor den Deutschen hielt der Führer das Verhältnis geheim. Sie galt als unbedarftes Anhängsel des Massenmörders. Eva Braun war eine junge, blonde, recht hübsche Frau, sportlich, sehr sportlich. Und sie wirkt sehr lebenslustig und fröhlich. Hinter dieser oft auch aufgesetzten Fröhlichkeit findet sich eine Frau, die sehr bestimmt war und mit einer unglaublichen Härte und Konsequenz versuchte, ihre Ziele zu erreichen. Sie ging, was sie schon sehr früh zeigte und sie auch Hitler gegenüber deutlich machte, bis zur letzten Konsequenz, bis zu ihrem Tod. Alles, was auf ihre Existenz hindeutete, sollte nach dem gemeinsamen Selbstmord 1945 eigentlich vernichtet werden. Doch die privaten Filmaufnahmen und Fotoalben der Eva Braun sind erhalten geblieben und erlauben wenig bekannte Einblicke in ein ziemlich merkwürdiges Verhältnis. Er wirkt wie das absolute Gegenteil von ihr. Etwas verklemmt, ältlich, verkniffen. Und von daher kann man sich die beiden zusammen eigentlich sehr schlecht vorstellen. Also auf den ersten Blick passten sie überhaupt nicht zusammen. Das, was diese Beziehung eigentlich ausmachte, war das treue Verhältnis der beiden zueinander. Absolute Loyalität und Treue auf beiden Seiten. War also Hitler fähig zu normalen menschlichen Gefühlsregungen? Hatte der Diktator überhaupt ein Privatleben? Und wie wurde er zur Inkarnation des Bösen? Wir wissen ja alle, dass der Hitler ein riesiger Verbrecher war, das wissen wir alles. Aber das hindert ja nicht daran, dass man sagt, als dieser junge Mann noch 18 war, da war er ganz anders. Da war er nicht dieser brutale Mensch der späteren Jahrzehnte, sondern er war ein hilfloser junger Mensch, der nicht wusste, was aus ihm werden soll. Wie ist der junge Hitler aufgewachsen? Was waren seine Träume? Woher kommen der fanatische Rassenhass, die skrupellosen Vernichtungsfantasien und der Wille zu kämpfen bis zum Untergang? Er spielte die Rolle des Führers perfekt bis zur letzten Woche seines Lebens. Das konnte nur jemand tun, der in seinem Charakter eine tyrannische Persönlichkeit war.
der auf eine kleine Anzahl von unabänderbaren Überzeugungen fixiert war, die ihm als Erklärungen für die Schlechtigkeit der Welt dienten. Der entschlossen war, jede Form des Widerstands auszuschalten und der bis fast zum Schluss nicht von seinen Zielen abwich. Mai 1945. Das 318. Regiment der 80. US-Infanteriedivision überquert bei Simbach in Niederbayern auf einer Pontonbrücke den Inn. Ein amerikanischer Kameramann filmt die kleine Stadt Braunau, die zu Österreich gehört. Vergeblich hatte ein deutscher Stoßtrupp in letzter Minute versucht, das Haus Salzburger Vorstadt 219 in die Luft zu sprengen, damit es den Eroberern nicht in die Hände fällt. Es ist das Geburtshaus jenes Mannes, der schuld ist am Wahnsinn dieses Zweiten Weltkriegs und der sich 4 Tage zuvor im Bunker unter der Berliner Reichskanzlei seiner Verantwortung durch Selbstmord entzogen hat. Adolf Hitler wurde in Braunau geboren und Braunau ist ja genau die Grenzstation gewesen zwischen Österreich und Deutschland. Und an dieser Grenze war der Vater vom Hitler Zollbeamter. Er war verheiratet in dritter Ehe bereits mit Clara Hitler, die sehr viel jünger war als er. Der Vater vom Hitler, Alois, war ein sehr eigensinniger Mensch. Also ein Mensch, der sich durchsetzen wollte, der also auch gegenüber seinen Frauen sehr rabiat vorgegangen ist. Und auch die Kinder, die er hatte, hat er immer geschlagen. Er war gewalttätig und das wurde immer schlimmer. Das einzig bekannte Foto der Mutter. Clara Hitler vergöttert ihren Sprössling. Bis zu seinem Selbstmord wird der Sohn dieses Bild bei sich tragen. Dem Taufregister zufolge wird Adolf Hitler am 20. April 1889 in Braunau am Inn geboren. Dieses Datum werden die Schulkinder im Dritten Reich wieder und wieder aufsagen müssen. Der schlimmste Massenmörder der Geschichte als unschuldiges Kind. Der Biograf Hitlers weiß, dass es nur wenig gesicherte Erkenntnisse über dessen Kindheit und Jugend gibt. Wenn man auf seine Kindheit zurückblickt, nicht wissend, was später passiert ist, so könnte man sogar etwas Sympathie für ihn empfinden. Er kommt aus einer zerrütteten Familie. Der Vater ist ein Tyrann und hat ihn wohl geschlagen, misshandelt. 3 Geschwister vor ihm sind noch im Kindesalter gestorben. Er trägt also auch noch diese emotionale Last. Die Liebe der Mutter ist erdrückend. Es ist eine sehr ungewöhnliche Kindheit. Er ist das 4. Kind aus der 3. Ehe seines Vaters, eines tyrannischen Vaters und einer weichen, in ihn vernarrten Mutter. Der Führer besucht seine Heimat, heißt der Titel eines Amateurfilms, den Hitlers Geliebte Eva Braun mit ihrer kleinen Farbkamera im Juni 1939 dreht. Die kleine Reisegruppe fährt nach Hafeld, wo der Vater im Februar 1895 einen kleinen Hof gekauft hat. Kurz darauf wird er pensioniert und versucht sich erfolglos in der Bienenzucht. Auch die Volksschule von Fischelham ist eines der Ziele der nostalgischen Reise. In dem kleinen oberösterreichischen Dorf ist Hitler am 1. Mai 1895 eingeschult worden. Während der ersten beiden Jahre bekommt er offenbar gute Noten für seine Leistungen und im Betragen. Im November 1898 zieht die Familie Hitler nach Leonding, ein Dorf am Rande von Linz, wo der tyrannische Vater ein Haus gleich gegenüber des Friedhofs erworben hat. Der Sohn aus 2. Ehe, auch Alois genannt, der ist ja wirklich wegen dieser vielen Prügeleien weggegangen von zu Hause und kam auch nicht mehr zurück. Und dasselbe hat sich ja dann abgespielt mit dem jungen Adolf. Auch der wurde, und zwar täglich,
vom Vater ganz brutal niedergeschlagen. Einmal war das so schlimm, dass man gefürchtet hat, dass der Junge gar nicht mehr aufwachen kann, weil er da lag und sich nicht mehr gerührt hat. Und die Mutter hat sich schrecklich aufgeregt. Jedenfalls hat er es überlebt gehabt. Aber dieser Hass gegen den gewalttätigen Vater, der war in ihm das ganze Leben lang. Das war ganz schlimm. Und er hat auch immer Angst gehabt, dass der Mutter was passiert. Also diese Clara Hitler war genau das Gegenteil von ihrem Mann. Die war beliebt, auch in Leonding überall. Jeder hat gedacht, diese nette Frau und dieser doch sehr, sehr sture Mann dabei, die passen gar nicht so recht zusammen. Sie war hilfsbereit. Sie war wirklich eine liebevolle Mutter, die also gerade in den Adolf, aber auch die jüngere Schwester sehr viel Liebe gebracht hat. Adolf besucht die Volksschule von Leonding. Kriegsspiele mag er besonders. Später wird Hitler in seinem Buch Mein Kampf behaupten, er sei damals schon ein kleiner Rädelsführer gewesen, wenn die Dorfjungen Räuber und Gendarm spielten. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 sammelt die NSDAP mit großer Hingabe Dokumente aus Kindheit und Jugend des Diktators. Die Schulnoten des kleinen Adolf, Berichte von Lehrern über den Werdegang des Genies. Für die Partei ist alles wichtig. Im Jahr 1900 wechselt Hitler auf die Realschule in Linz. Der Klassenlehrer wird sich später an einen dünnen, bleichen Jugendlichen erinnern, der seine Begabungen vernachlässigte, nicht sonderlich fleißig und außerstande war, sich in die Schuldisziplin zu fügen. Hitler war ein Einzelgänger von vornherein, denn schon wegen der Familienverhältnisse war es sehr schwierig, Freunde zu haben. Hitler war kein guter Schüler. Er ist ja doch einige Male sitzen geblieben, er wollte nicht lernen. Er war auch kein Schüler, der sich sehr angestrengt hat. Deswegen ist er ja dann auch so früh von der Schule weg und dann von einer Schule in die andere. Dann ist er nochmal sitzen geblieben, dann musste er nach Steyr. Dann in Steyr hat er wieder so Heimweh nach seiner Mutter und hat gesagt, er will nicht mehr in die Schule gehen. Und sie hat ihn, als der Vater ja dann gestorben war, aus Steyr dann zurückgeholt nach Linz. Und so hat er eigentlich eine kurze Zeit sehr harmonisch mit seiner Mutter dann zusammengelebt. Am 3. Januar 1903 bricht der Vater beim morgendlichen Glas Wein zusammen und stirbt. Er wird auf dem Friedhof der katholischen Kirche von Leonding beerdigt. Der 13-jährige Adolf trauert nicht um ihn. Nicht nur den Vater hat Hitler gehasst. Auch die meisten Lehrer sind ihm zuwider. Seit er sein Zeichentalent entdeckt hat, will er Künstler werden. Er lehnt jeden Zwang ab und bevorzugt eine träge, ziellose Existenz. Offenbar haben es ihm deutschtümelnde Parolen einer politischen Minderheit angetan. Er hatte Lieblingslehrer und für diesen einen Lieblingslehrer, das war der Leopold Pötsch, für den hat er wirklich alles getan und der war ebenfalls ein Deutschnationaler. Denn der hat auch immer wieder erklärt, Österreich gehört zum Deutschen Reich, wie im Mittelalter. Und die anderen Regionen, die also nicht deutschsprachig sind, die gehören eigentlich nicht dazu. Andererseits war dieser Lehrer ein wirklicher Sympathisant Österreich, Österreich-Ungarns auch meinetwegen, der sich halt nur immer vorgestellt hat, dass die Deutschen etwas Besonderes sind, eine Führernation im multinationalen Österreich-Staat. Die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn reicht von Galizien im Osten bis nach Italien im Westen, von Prag im Norden bis Sarajevo im Süden. Zusammengehalten wird das Riesenreich einzig von seinem greisen Potentaten. Kaiser Franz Josef I. regiert seit der gescheiterten Revolution von 1848. Die deutscheste aller Städte der KUK-Monarchie sei Linz gewesen, wird Hitler später behaupten. Die 60.000 Einwohner zählende Provinzstadt ist in seinen Augen offenbar die perfekte germanisch-provinzielle Kleinstadt-Idylle gewesen.
Täglich macht sich der junge Hitler auf den Schulweg von Leonding nach Linz. Der Klassenlehrer charakterisiert Adolf als widerborstig, eigenmächtig, rechthaberisch und jähzornig. Auf Kritik der Lehrer habe er mit Widerwillen reagiert, von den Klassenkameraden unbedingte Unterordnung verlangt und eine Führerrolle bei unreifen Streichen gespielt. Zeichnungen belegen die Begeisterung des Schülers Hitler für die Romane von Karl May. Als Diktator wird er die Abenteuergeschichten von Winnetou, Old Shatterhand und Karabenemsi seinen Generälen zur Lektüre empfehlen. Sie hätten, so wirft er ihnen vor, zu wenig Fantasie. Das Haus Blütenstraße 9 ist die letzte Adresse der Familie Hitler in Linz. Seit dem Tod des Vaters führt Adolf das Leben eines Schmarotzers. Die Zeichnung eines Schulkameraden ist das einzige bekannte Dokument, das den 15-jährigen Hitler darstellt. Als heranwachsender Junge in Linz hat Hitler seine Zeit zu Hause vertrödelt. Die Mutter war vernarrt in ihn und hat ihn immer verwöhnt. Er durfte lange aufbleiben, morgens spät aufstehen, seine Zeit zu Hause mit Zeichnen verbringen. Er wollte ein großer Künstler werden. Für einen Jugendlichen war das ein ungewöhnliches Leben. Man könnte sagen, wie eine Art Parasit. Tagsüber spaziert Hitler wie ein junger Student durch Linz. Abends geht er in die Oper. Das Idol aller Deutschnationalen ist damals der Komponist Richard Wagner. Sein einziger Jugendfreund August Kubizek behauptet später, Adolf habe ihm nach den Aufführungen im Zustand völliger Entrückung die Zukunft des deutschen Volkes entwickelt und dessen Erlösung prophezeit. Dieser Kubizek war auch aus kleinen Verhältnissen und der wollte aber unbedingt Musiker werden und der war hochmusikalisch und der hat ihn dann in Linz schon in die Oper mitgenommen, auf Stepater. Und da kam dann die große Erleuchtung Hitlers, dass also Wagner der Allergrößte überhaupt ist. Und da hat er da auch bestimmte Opern immer wieder gehört. Vor allem ein Werk hat es ihm angetan. Was also den Rienzi ausmacht, so gibt es ja einen Mann, der eben Rienzi ist, der aus dem Volk heraus hochsteigt, durch den Jubel der Massen. Die Massen jubeln ihm zu, weil er der Auserkorene ist, und zwar nicht aus der Aristokratie oder von irgendwelchen hohen Politikern, sondern wirklich aus der Masse des Volkes, der dann zum Volkstribun wird. Und das ist seine große, sagen wir mal, Erscheinung gewesen. Er behauptet dann aber nicht, dass er sich mit dem Ende des Rienzi beschäftigt, denn am Ende des Rienzi fällt ja alles zusammen und Rienzi wird ja praktisch auch verbrannt. Zu Hause nehmen sich die Mutter, eine Tante und die kleine Schwester Paula der Bedürfnisse des Faulenzers an. Der fantasiert von einer Zukunft als großer Künstler. Doch die musischen Begabungen sind begrenzt. Als die Mutter ihm einen Flügel kauft und Klavierstunden bezahlt, hält Adolf nicht lange durch. Anhand der Notizen von Klavierlehrer Josef Wendt lässt sich belegen, dass Hitler, anders als Kubizek, den Unterricht schon nach 3 Monaten wieder aufgab. Die Freundschaft zu Gustl aber wird intensiver. Es scheint mir eine ungewöhnliche Kindheit zu sein, denn Jungs ziehen eigentlich in Gruppen los, haben viele Freunde. Er beteiligt sich nicht an einem solchen typischen Jungenleben. Er bevorzugt diesen einen Freund, den er mag, weil Kubizek sich offensichtlich bereitwillig Hitlers diverse Ideen und Fantastereien anhört. Kubizek ist beeindruckt von Hitler und Hitler braucht jemanden, den er beeindrucken kann. So gesehen funktioniert diese Freundschaft ziemlich gut. Im Mai 1906 fährt Hitler als Tourist zum ersten Mal in seinem Leben in die Hauptstadt Wien. Die Mutter bezahlt die Reise. Ich lief die Tage vom frühen Morgen bis in die späte Nacht von einer Sehenswürdigkeit zur anderen, schreibt Hitler später in Mein Kampf.
Wien ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine 2-Millionen-Metropole, das unbestrittene Zentrum des brodelnden Vielvölker-Babylons Österreich-Ungarn, die sechstgrößte Stadt der Erde. Der junge Hitler wusste eigentlich gar nicht, was er werden will, weil er ja auch keine richtige Ausbildung hatte. Aber er hatte immer so die Sehnsucht, einmal nach Wien zu fahren. Und da hat ihm dann die Mutter das erlaubt und er ist dann wirklich wie ein Träumer durch Wien gegangen. Es war ja die Ringstraße ganz neu. Es waren ja diese neuen Architekturen dort, die er ja gar nicht kannte aus Linz. Also wenn Sie sich vorstellen, das Burgtheater, die großen Museen, also was auch immer da war, war alles neu. Und das hat ihn so überwältigt, dass er gar nicht mehr Zeichner werden wollte, sondern in dem Moment gesagt hat, ich möchte Architekt werden. Noch ist Hitler von Wien begeistert. Auf Ansichtskarten berichtet er dem Freund Kubizek von seinen Opernbesuchen. Über das Innere der Hofoper schreibt er hinterher schwülstig, nur wenn die mächtigen Tonwellen durch den Raum fluten und das Säuseln des Windes dem furchtbaren Rauschen der Tonwogen weichen, dann fühlt man Erhabenheit. Im Herbst 1907 fährt Hitler wieder nach Wien, diesmal um die Aufnahmeprüfung an der Akademie für Bildende Künste zu machen. Das Kollegium der altehrwürdigen Institution gilt als stockkonservativ. Es verharrt im Geiste der Historienmalerei. Das Urteil der Professoren fällt am 2. Oktober eindeutig aus. Zitat: Probezeichnung ungenügend. Wenn heute Hitler-Bilder auf dem Kunstmarkt auftauchen, werden sie teuer gehandelt und sind doch meist Fälschungen. Der Kunsthistoriker Wolfgang Metternich hat bei einem Privatsammler die seltene Gelegenheit, Original-Aquarelle aus Adolf Hitlers Wiener Periode zu begutachten. Hitler war ja von vornherein sehr beeindruckt von den Monumentalbauten in Wien, besonders an der Ringstraße. Und diese Monumentalbauten finden sich in seinen Bildern immer wieder. Was ihm fehlt, ist insbesondere Ausbildung, ist insbesondere aber auch die Fähigkeit zur eigenständigen Farbgebung. Denn hier hat er nie gelernt und es wurde auch schon bei seiner Bewerbung an der Akademie in Wien ihm bedeutet, dass seine Fähigkeiten mehr im zeichnerischen Bereich als etwa im koloristischen Bereich liegen. Die Legende, dass Hitlers Antisemitismus auf der Ablehnung durch jüdische Akademieprofessoren beruhe, entbehrt jeglicher Grundlage. Bald nach seiner Niederlage kehrt Adolf Hitler nach Linz zurück, weil sich der Gesundheitszustand der Mutter dramatisch verschlechtert hat und sie ihn zu Hause haben will. Bei Clara Hitler ist ein bösartiger Tumor in der Brust diagnostiziert worden. Eine Operation hat nur kurzzeitig Hoffnung gebracht. Im Jahr 1907 ist die Mutter sehr schwer krank geworden und sie hatte Krebs und der Krebs war nicht heilbar. Sie hatte einen sehr guten Arzt, das war ein Armenarzt, der ein Jude war und einer der großen Autoritäten in Linz, in der jüdischen Gemeinde. Dieser Armenarzt, der hat sich wirklich täglich um die Mutter gekümmert und der Adolf saß am Bett seiner Mutter und hat sie bewacht und hat sie umgebettet und hat dann auch sein Bett neben ihrs gestellt, damit sie in der denn nur so konnte er sie ja dann auch hören, wenn sie gestöhnt hat und wenn sie irgendwas brauchte oder so. Der Arzt kann nichts mehr tun. Die unerträglichen Schmerzen schienen den Sohn zu foltern, erinnert sich Dr. Bloch später im Exil und weiter. Alle Gedanken kreisten um ihren Sohn. Zur Linderung erhält die Sterbende Morphium. Die 47-jährige Clara Hitler stirbt am 21. Dezember 1907 um 2 Uhr früh. Dann ist sie ja auch in seinen Armen gestorben. Er war Tag und Nacht am Bett der sterbenden Mutter und hat alles für sie getan. Er hat alles für sie getan, er hat überhaupt nicht mehr geschlafen. Das heißt, es gibt da auch eine positive Seite von einem sehr jungen Mann, der ja überhaupt noch nicht gewusst hat, was aus ihm werden soll. Er war 18. Adolf aber steuerte völlig ins Ungewisse, erinnert sich Freund Kubizek später. Dieser Gedanke quälte die Mutter unausgesetzt.
Clara Hittler wird auf dem Friedhof von Leonding neben ihrem Ehemann begraben. Der Sohn steht weinend am Grab. Anschließend dankt er mit tränenerstickter Stimme dem Arzt und begleicht dessen Rechnung. Hitlers Sentimentalität rettet Eduard Bloch später das Leben. Er darf 1940 nach Amerika auswandern und entgeht so dem Holocaust. Hitler und seine 11 Jahre alte Schwester teilen sich das mütterliche Erbe und erhalten, wie dieses Dokument belegt, zusätzlich eine amtliche Waisenrente von 25 Kronen monatlich. Paula bleibt bei ihrer Tante, ihren Bruder dagegen hält nichts mehr in Linz. Er habe die Quälereien satt, sagt er zu Kubizeks Mutter und entziehe sich denselben durch die Flucht nach Wien. Er verfüge über ein kleines Barvermögen, wodurch er sich einige Zeit über Wasser halten könne. Er wolle Künstler werden und seinen spießbürgerlichen Verwandten beweisen, dass er Recht habe und nicht sie. Dann war die Mutter tot und dann musste er wieder nach Wien und hat nochmal versucht, die Aufnahmeprüfung zu machen, ist wieder durchgefallen. Und er hat immer in Linz gelogen und hat gesagt, er ist auf der Akademie. Er ist dann in Wien geblieben, hat sehr, sehr schwere Zeiten gehabt. Er hatte ein bisschen Angst, ganz alleine in diesem riesen Moloch Wien zu sein. Man muss sich vorstellen, Wien hatte über 200.000 Einwohner. Die Tschechen, die Polen, die Slowaken, die Slowenen. Also Sie wissen ja, es sind ja doch insgesamt, wenn man richtig zählt und die Juden mitzählt, sind es 11 beziehungsweise 12 verschiedene Nationalitäten in der Donaumonarchie, die ja alle ihre Vertreter in Wien, in der Riesenhauptstadt hatten. Das muss man sich ja alles vorstellen. Das war ein buntes Durcheinander. Also das war eine Stadt voller fremder Leute aus allen Provinzen der Donaumonarchie. Jedes Jahr suchen mehr als 30.000 Zuwanderer ihr Glück in der Großstadt. Wer sich nicht anpassen will und nicht schnell genug Deutsch lernt, wird ausgegrenzt. Wohnungsnot, Teuerung und Arbeitslosigkeit fachen den Fremdenhass an. Die Stimmung ist gereizt. Es herrscht ein Klima des Rassismus. Für 10 Kronen monatlich bezieht Hitler als Untermieter ein Zimmer im Bezirk Maria Hilf in der Stumpergasse 31. Zweite Stiege, Tür Nummer 17 in einem schmutzigen Hinterhof. Was heute nur noch als Abstellkammer dient, war 1908 die bescheidene Behausung von Adolf Hitler und seinem einzigen Freund, der ihm aus Linz gefolgt ist. Der Kubizek zog mit einem Klavier in dem kleinen Zimmer ein. Und der Hitler aber, der schlief doch immer so lang, so bis 11, 12 Uhr hat er immer geschlafen. Und dann, der Kubizek wollte ja immer Klavier üben. Das war alles gar nicht so einfach mit den beiden. Also auf engstem Raum saßen sie da praktisch, da er ja nicht den ganzen Tag da zu Hause sein konnte, weil der Kubizek ja Klavier üben musste, viele Stunden am Tag, hat er sich dann im Sommer so zum Beispiel auf eine Parkbank gesetzt und hat alles Mögliche gelesen. Und da kam er natürlich auch an die deutschnationalen Bücher, vor allem vom Georg von Schönerer auch. Das hat ihn doch dann schon sehr geprägt. Hitler bewundert die radikalen Ansichten der Alldeutschen Partei. Immer wieder liest er die Schriften von Georg von Schönerer. Der lehnt Parlamentarismus und Demokratie ab. Eine Gleichberechtigung von Deutschen und Nichtdeutschen dürfe es nicht geben. Heil dem Führer ist der Schlachtruf seiner Partei. Für alle einheimischen Juden fordert Schönerer eine Sondergesetzgebung. Beschränkung der Freizügigkeit, Ausschluss aus allen Staatsämtern. Hitler liest immer wieder die Schriften Schönerers und andere Publikationen alldeutscher Politiker, bis er sie auswendig hersagen kann. Die Deutschnationalen waren mit ihren politischen Überzeugungen eine Randgruppe, fast schon eine verrückte Minderheit. Jemand wie Georg Ritter von Schönerer, der mit seiner Bewegung das Kaiserhaus abschaffen und das deutschsprachige Österreich dem Deutschen Reich angliedern wollte, war fast schon eine komische Figur. Ein Exzentriker mit sehr wenigen Anhängern. Und es ist sehr interessant, dass Hitler sich dieser Art von Extremismus zuwandte und nicht wie die Mehrheit dachte. Die meisten Deutschösterreicher waren zufrieden mit dem Kaiserreich, weil sie darin die beherrschende Gruppierung waren.
Ohne Zweifel beschäftigt sich Hitler in Wien intensiv mit dem Antisemitismus. Die radikalen Schriften, Heftchen und Tageszeitungen, die er tagsüber in seiner Kammer studiert und auswendig lernt, sind voll mit antijüdischen Parolen und antisemitischen Karikaturen. Wie weit Hitlers persönlicher Rassenwahn damals schon geht, weiß niemand genau zu sagen. Vorbilder gibt es genug. Antisemitismus war in Deutschland und in Österreich etwas ganz Normales. Vielleicht war er in Österreich etwas stärker. Der Bürgermeister von Wien, Karl Lueger, benutzte ihn zynischerweise, um Anhänger zu gewinnen. Wenn man ihn aber fragte, wie er denn einen Juden definiert, so antwortete er, weil er jüdische Freunde hatte: Wer Jude ist, bestimme ich. Der fanatische, leidenschaftliche, extreme, mörderische Antisemitismus war in Deutschland und Österreich vor 1914 nicht sonderlich verbreitet, außer bei einer kleinen, exzentrischen Minderheit. Es gibt keinen Beweis, dass Hitler in Wien schon antisemitisch war. Hitler ist vor allem von Luegers Redetalent begeistert. Der Bürgermeister ist ein Meister der Selbstinszenierung und zieht die Massen in seinen Bann. Lueger, so schreibt ein Journalist, habe die fruchtbaren Gedanken der Demokratie durch skrupellose Demagogie ersetzt. Was genau sich in der Stumpergasse 31 abspielt, ist unklar. Hitler verzerrt in Mein Kampf seine eigene Geschichte und August Kubizek hat nach dem Zweiten Weltkrieg alles Interesse, seine Freundschaft zur Inkarnation des Bösen zu verharmlosen. Gegenstand wilder Spekulationen ist bis heute das Sexualleben Adolf Hitlers. Laut Kubizek hatte sein Freund in der Wiener Zeit kein Interesse an intimen Erfahrungen. Hitler enthielt sich jeder sexuellen Betätigung. In dieser Beziehung war er völlig enthaltsam und trotzdem fasziniert davon, wie die meisten Jugendlichen. Er nimmt also Kubizek zu seinem nächtlichen Besuch des Wiener Rotlichtbezirks mit. Sie laufen durch das Rotlichtviertel und er überschüttet Kubizek mit Geschichten über die Schrecken der Prostitution. Kubizek zufolge enthält er sich jeglicher sexuellen Aktivität und zeigt keinerlei Interesse daran. Ob das wahr ist oder nicht, wir können uns nur auf Kubizeks Aussage stützen. In einem Brief berichtet Kubizek 1949 auch über Hitler und das Kapitel Frau, Liebe und Ehe. Es war selbstverständlich, dass Adolf Liebelei und Flirt nicht kannte, schreibt er. Dass er aber auch vorgekommene kokette Annäherungen von Mädchen oder Frauen immer abgewiesen hat. Frauen und Mädchen interessierten sich für ihn, sowohl in Linz als auch in Wien. Er wusste aber, solchen Bestrebungen immer aus dem Wege zu gehen. Adolfs Herz habe in Wirklichkeit einem Mädchen mit Namen Stefanie gehört. Stefanie gab es wirklich und Hitler hat sie wohl auch beim Spazierengehen in Linz gesehen, wie Kubizek berichtet, in Begleitung von Offizieren. Er hat sie offenbar von Weitem bewundert, aber absolut nichts unternommen. Als man die junge Dame später danach fragte, hatte sie nie von Hitler gehört und wusste von der Sache gar nichts. Es war also wieder nur eines seiner Hirngespinste. Da spazierte diese hübsche junge Frau durch Linz und Hitler behauptete, sie sei seine erste große Liebe gewesen. Seine erste große Liebe war also ein Mädchen, mit dem er nie gesprochen hat und das von seiner Existenz nichts ahnte. Da kann von einer großen Liebe wohl keine Rede sein. Über andere Schwärmereien des jungen Hitler ist nichts bekannt. Hitlers eigentliche Leidenschaft gilt der Musik Richard Wagners. Wann immer es möglich ist, geht er mit Freund Kubizek abends in die Oper. Intensiv studiert er die theoretischen Schriften des Meisters. Der verkannte Künstler macht sich mit Einzelheiten der Bühnentechnik vertraut, entwirft Bühnenbilder und Kostüme. Versucht vergeblich, eine Oper Wieland der Schmied im Stil Wagners zu komponieren. Kubizek muss ihm stundenlang auf dem Klavier vorspielen oder endlose Monologe anhören. Doch irgendwann verliert Adolf offenbar das Interesse an seinem Freund Gustl.
Wie immer bei Hitler war auch die Freundschaft zu Kubizek ausbeuterisch. Er benutzte ihn für seine Zwecke. Dann ließ er ihn fallen wie eine heiße Kartoffel. Als Kubizek aus seinen Sommerferien in Linz nach Wien zurückkehrt, ist Hitler verschwunden und meldet sich auch nicht. Und er wird Hitler 30 Jahre lang nicht sehen. Ende 1908 zieht Hitler aus der Wohnung in der Stumpergasse aus. Er kann die Miete nicht mehr bezahlen. Eine geregelte Arbeit hat er nicht, nur die spärlichen Einkünfte aus seiner Waisenrente. Hitler zieht von Wohnung zu Wohnung, gibt an, er sei Schriftsteller. Im Herbst 1909 hat er keine Bleibe mehr. In Wien ist er auch ein ganz armer Hund eigentlich. Er ist eine Zeit lang dann später im Männerheim gewesen, aber die erste Zeit war das doch sehr schwierig, wo er das wenige Geld, das er hatte, ja schnell ausgegeben hatte. Dann hat er auf Parkbänken geschlafen. Das war wirklich ganz, ganz schlimm. Er wusste nicht, wohin, er wusste nicht, wo was zu essen gab. Es gab dann allerdings auch in Wien sehr viele Armenküchen. Und diese Armenküchen wurden alle von prominenten Wiener Juden betrieben. Die haben das Geld gegeben dafür und haben dann also für arme Leute ausgeschenkt. Hitler als Bettler in Wien. So verkauft Reinhold Hanisch, ein Bekannter Hitlers aus der Obdachlosigkeit, später seine Geschichte an die Presse. Damals, so berichtet Hanisch, hätten sich keine Hände zum Gruße erhoben. Im Gegenteil, nicht selten habe der Führer die Hand für ein paar Kreuzer aufhalten müssen. Meine Begegnung mit Hitler sind handschriftliche Aufzeichnungen von Hanisch überschrieben, die sich in den Akten der NSDAP finden. Hanisch erzählt, wie er den abgerissenen Hitler aufgelesen habe. Das Obdachlosenasyl von Meidling ist zu dieser Zeit eine der modernsten Einrichtungen, weit ab von der Innenstadt gelegen, mit Rücksicht auf alle anständigen Bürger Wiens. Rund 1000 Menschen bietet das Asyl jede Nacht Zuflucht. Im Winter warten hunderte Obdachlose Abend für Abend in langen Reihen auf Einlass und werden nur zu oft wegen Überfüllung abgewiesen. Ein Fotoalbum aus der Zeit dokumentiert den modernen Standard des Heims. Ein Unterstand für Männer. Das waren die Unterstände, wo sie die Leute angestellt haben am Abend, damit sie dann später rein durften. Warteraum für Männer. Waschraum für Männer. Von der Infrastruktur des Heims alles geboten, was damals der letzte Stand der Technik war. Also sowohl von der Aufbewahrung der Kinder, Kinderkrippen bis zur Desinfektionsmöglichkeit. Damals hatte man sehr starke Ungezieferplage, Wanzen und Läuse. Bade-Duschraum für Männer, also von der Infrastruktur war alles da. Allerdings war es ein Massenbetrieb und nicht individuell. Sein Leben lang wird Hitler verschweigen, dass auch er einst in Meidling Unterschlupf gesucht hat. Ein Pritschen-Nachbar berichtet später, der junge Mann habe einen traurigen Eindruck gemacht, sei ausgehungert gewesen, mit wundgelaufenen Füßen. Wo der Kunstmaler Adolf Hitler seit dem Februar 1910 seine letzte Adresse in Wien hat, dokumentieren Meldezettel. Im Männerheim Meldemannstraße im 20. Bezirk. Das sechsstöckige Gebäude gehört damals zu den modernsten Heimen Europas mit vorbildlichen hygienischen Verhältnissen. Finanziert wird es durch Spenden, unter anderem von Baron Rothschild. Besonders fortschrittlich, es gibt im Heim keine Massenschlafsäle, sondern Einzelkabinen. Reinhold Hanisch hat Hitler die Unterkunft besorgt und immer auf der Suche nach einer neuen Einnahmequelle macht er Hitler den Vorschlag, Ansichten Wiens zu produzieren. Hitler sitzt Tag für Tag in der Nichtraucherabteilung des Leseraums und malt seine Bilder. Hanisch verkauft die Werke. Der Gewinn wird geteilt. Produktion und Verkauf funktionieren leidlich. Hitler hat zum ersten Mal so etwas wie eine geregelte Arbeit. Sein künstlerisches Schaffen geht selten über das Kopieren von Ansichtskarten hinaus. Besonders beliebt bei der vorwiegend jüdischen Kundschaft sind Bilder,
denen historische Stiche als Vorlage dienen. Nach 1933 werden Hitlers Bilder aus dem Männerheim als große Kunstwerke gerühmt. In Wien des Jahres 1910 gelten sie lediglich als Billigware für sparsame Touristen. Die Qualität ist einfach zu schlecht. Es wird berichtet, dass er pro Tag ein Bild malen konnte oder besser gesagt sollte, denn er brauchte den Erlös für seinen Lebensunterhalt. Ein solches Bild kann man in wenigen Stunden malen, wenn man dranbleibt, aber aus seinem Verhalten im Männerheim, seinen zahlreichen Diskussionen und Exkursen und oft auch der schlichten Unlust zu arbeiten, geht hervor, dass er sicher nicht jeden Tag ein solches Bild gemalt hat. Im Juni 1910 ist Hitler plötzlich verschwunden. Bei seiner Rückkehr schweigt er sich aus. Wahrscheinlich ist, dass er seine Verwandtschaft besucht hat, im niederösterreichischen Waldviertel. Seit Generationen haben seine Vorfahren als Tagelöhner oder Handwerker ihr Dasein gefristet. Wir haben gefunden bei seinen Vorfahren, erstens, dass sie alle relativ alt wurden. Und zweitens an den üblichen Erkrankungen oder Krankheiten gestorben sind, Altersschwäche und Schlaganfall. Auch auf geistige Krankheiten haben wir natürlich geachtet, das hätte ja einen besonderen Wert. Die Familie kommt aus dem Waldviertel, wo also meinetwegen Verwandtenehen keine Besonderheit sind, sondern immer wieder vorkommen, wo also der Heiratsradius außerordentlich gering ist. Und der Anteil an Verwandtenehen sogar angegeben wurde mit 45%. Dass also damit eine Inzest entstehen kann, ist auch Hitler nachgesagt worden. Und da das so war in seiner Familie, seine Mutter zum Beispiel, war die Nichte seines Vaters oder Großnichte, dann wurde natürlich insbesondere von den politischen Gegnern Hitlers wurde gesagt, wer also meinetwegen aus so einer Familie kommt mit Inzucht, muss ja auch geisteskrank sein. Die Eltern wachsen in dem kleinen Dorf Spital nahe der böhmischen Grenze auf. Vater Alois ist wahrscheinlich der nicht-eheliche Sohn von Anna Maria Schickelgruber und Johann Georg Hitler. Erst 1876 nimmt er den Namen Hitler an. Hitler heißt Schickelgruber, enthüllen später nazikritische Zeitungen und behaupten, er habe in Wirklichkeit einen jüdischen Großvater. In der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Marktgemeinde Döllersheim im niederösterreichischen Waldviertel wurden die Großmutter und der Vater unseres Führers geboren. Wir sehen das Geburtshaus der Großmutter Maria Anna Schickelgruber und das Geburtshaus des Vaters Alois Hitler, ein Kleinbauernhaus in Stronitz. Im Markt Döllersheim fand eine Weihefeier statt, bei welcher unter Teilnahme der Vertreter von Staat und Partei sowie der Schuljugend eine Hitler-Eiche zu Ehren des Führers und seiner Vorfahren gesetzt wurde. Ob der junge Hitler 1910 tatsächlich zu seinen Tanten ins Waldviertel gereist ist und sich dort Geld geliehen hat, ist unklar. Zurück in Wien mietet er sich wieder in der Meldemannstraße ein. Nur mit Mühe kann ihn sein Kumpan Reinhold Hanisch dazu bringen, regelmäßig zu arbeiten. Die Bilderproduktion stockt. Hitler bevorzugt das Studium von Zeitungen und Büchern und nutzt jede Gelegenheit zu politischen Auseinandersetzungen mit anderen Heiminsassen. Der 21-Jährige hält bevorzugt Monologe und redet leidenschaftlich auf die Zuhörer ein.